Hallöchen, herzlich willkommen bei einem neuen Sonntags mit Lillis. Heute werden wir zusammen ein Zuckerstangen-Lettering machen. Was wir dazu alles brauchen, ist gar nicht so viel. Wir brauchen ein Rot und ein Grau. Ihr könnt dafür Brushpens benutzen. Ihr könnt dafür andere wasserbasierte Stifte benutzen. Wichtig ist, dass sie wasservermeidbar sind. Oder ihr könnt auch Aquarellfarbe dafür benutzen. Dann brauchen wir einen Pinsel. Oder wenn ihr besser damit zurechtkommt, einen Blender oder einen Wassertankpinsel. Dann brauchen wir einen schwarzen Feinliner, einen Bleistift und einen weißen Stift. Dann würde ich sagen, legen wir auch schon los. Ich habe jetzt hier als Beispiel mal die Zuckerstange aufgeschrieben. Habe hier in meiner Dekoration auch ein paar Zuckerstangen liegen. So, dann wollen wir einfach mal loslegen. Und ihr schaut mir dabei über die Schulter und ich werde euch dazu ein klein bisschen was erzählen. Als erstes, wie schon gesagt, brauchen wir einen Bleistift. Mit dem zeichnen wir vor. Ihr könnt dabei eine beliebige Schriftform wählen. Ihr könnt geschwungene Schrift wählen, ihr könnt Blockbuchstaben benutzen. Das ist ganz euch überlassen. Ich werde hier eine geschwungene Skriptschrift benutzen. Das Lettering besteht aus zwei Worten und davon wird eins in Zuckerstangenoptik sein. Ich schreibe das auch nur ganz grob vor, denn wir müssen es auf jeden Fall gleich noch breiter machen. Das ist jetzt nur für mich so eine Richtung, wo es hingehen soll. Ihr braucht auf jeden Fall noch Radiergummi, seht ihr? Wir müssen ja die Linien dann noch wegradieren. Oder nach diesem Wort richte ich mich jetzt und werde es quasi nur noch verdicken. Die Enden mache ich nicht kantig, die lasse ich schön rund, weil eine Zuckerstange ist ja auch relativ rund. Meine Linien, die ich mir jetzt quasi vorgezeichnet habe, die nehme ich so ein bisschen als Richtung, ja, als Richtwert. Ich werde hier zum Beispiel bei dem N den ersten Abstrich hier vorne abgrenzen, weil es sich dann einfach das Muster leichter einfügen lässt von der Zuckerstange. Und so auch jeden einzelnen Buchstaben quasi abtrennen. Zweites Wort, nämlich Holy oben, also Holy Night, heilige Nacht, noch hinzufügen und das kann man dann auch schon so ein bisschen schön rein verschlingen quasi. Meine Outlines werde ich jetzt mit einem schwarzen Feinliner nachziehen. Der ist wasserfest, also permanent. Das ist ganz wichtig dabei, denn wir gehen ja gleich noch mit Wasser und Farbe ran. Seht, habe ich das mal ein bisschen davor und mal ein bisschen hinter quasi, dass es mit dem unteren Wort ein wenig Verbindung schafft. Auch der permanente Feinliner muss ein bisschen antrocknen. Wenn der angetrocknet ist, werden wir das Ganze wegradieren, denn die Linien dazu brauchen wir ja nicht mehr. Und das würde dann einfach im Lettering einfach nicht mehr schön aussehen. Ich fange jetzt einfach mal unten an, alles wegzuradieren. Der permanente Feinliner, der braucht natürlich nicht ewig zum Antrocknen. Als nächstes, wenn ihr eine Hilfslinie braucht für das Muster der Zuckerstangen, dann könnt ihr euch das wirklich tatsächlich so ganz leicht mit dem Bleistift vorzeichnen. So ein bisschen geschwungen, damit es so ein bisschen rundlich wirkt.
dann fangen wir mit dem Rot an. Wir brauchen Wasser und ein Tuch, ein Pinsel. Ich habe hier einen in der Größe 0. Und dadurch, dass es ja ein bisschen rundlich wirken soll, tragen wir die Farbe außen an. Und machen quasi wie bei einem Blending. Also ihr könnt das gerne, wie gesagt, mit einem Blender auch machen oder mit einem Wassertankpinsel. Ich mache es aber gerne mit einem normalen Pinsel. So, dass die Farbe verläuft nach innen, dass sie blass wirkt. Ja? Ich zwischendurch wieder sauber machen. So, dass wir hier einen Effekt haben, dass oben das Licht drauf scheint. Und das machen wir jetzt unseren markierten Flächen, die rot werden sollen. Und achtet halt immer nur darauf, dass hier oben quasi ein heller Schein bleibt. Zweiten Schritt quasi haben wir schon fertig. Der erste Schritt war das Vorzeichnen und das Nachzeichnen und der zweite Schritt ist quasi das Rot einzufügen. Ihr solltet auf jeden Fall zwischendurch euer Mittel oder euer Medium immer wieder sauber machen, egal ob ihr einen Blender benutzt oder auch einen Wassertankpinsel. Er sollte zwischendurch immer wieder sauber gemacht werden, ne? Sonst klappt das mit dem Blenden nicht so gut. Der nächste Schritt ist ein Grau, um einen Schatten hinzuzufügen. Damit wir das jetzt nicht verschmieren, würde ich euch raten, dass ihr euch ein Blatt Papier hier drüber legt. Ja, einfach zur Sicherheit, dass ihr mit eurer Handkante nicht die ganze Farbe verschmiert. Der nächste Schritt ist quasi mit der grauen Farbe. Wenn ihr mit Aquarellfarben macht, dann könnt ihr das gerne mit einem Schwarz machen, welches ihr mit Wasser verdünnt. Beim Brushpen würde ich den Grau empfehlen, sonst wird es zu dunkel. Und hier ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche mit dem Rot. Wir sitzen quasi hier an den Rändern die Farben an, vermalen, verblenden sie mit dem Pinsel. Nach innen.
schon den dritten Schritt fertig. Ihr werdet festgestellt haben, dass mein Grau sehr dunkel gewählt ist. Ich habe mit Absichten etwas dunkleres Grau gewählt, damit ihr auch sehen könnt, was ich mache. Wenn ich jetzt ein sehr helles Grau genommen hätte, hätte es sein können, dass durch die Kamera halt, es wird ja auch auf jedem Bildschirm anders dargestellt, dass ihr das einfach nicht richtig erkennen könnt, was ich tue. Was ich jetzt für mich festgestellt habe, dass es total, die Farben total unterschiedlich reagieren. Also das Grau lässt sich tatsächlich nicht so einfach vermalen wie das Rot. Und ihr müsst natürlich vorsichtig sein, dass das Rot, wenn ihr das Grau verwischt, verblendet, quasi nicht so doll in das Rot reinkommt. Ne? Sonst wird das, dann kriegt es so einen rosa Hauch. Aber das fände ich jetzt auch gar nicht so dramatisch. Den letzten Schritt, den wir jetzt machen, ist quasi die Highlights zu setzen. Ich werde dafür einen helleren Grauton nehmen, um einen Schatten zu setzen. Legt euch, wie gesagt, immer was drunter, wenn ihr Angst habt, dass ihr was verschmiert. Ihr könnt den Schatten direkt ransetzen, ne? Oder ihr lasst eine Lücke dazwischen. Und dann setzen wir quasi noch ein Licht. Eine scharfe Kante quasi oben auf das Lettering drauf. Ich werde zwischendurch immer wieder mal auf mein Schmierpapier hier rum schmieren, um wieder um den sauber zu machen. Somit ist das Lettering fertig. Ihr könnt noch ganz unterschiedliche Sachen machen. Ihr könnt jetzt noch ein paar Sprenkelchen draufsetzen. Ihr könnt aber auch gerne noch eine kleine Illustration oder irgendwas anderes. Also eure Kreativität ist dort wie immer keine Grenzen gesetzt. Und es ist vielleicht ein klein wenig Pummelarbeit, aber die lohnt sich auf jeden Fall. Denn ich mag das Ergebnis und ich finde gerade bei einem Lettering mit in Zuckerstangenoptik kann man zeigen, wie man mit Licht und Schatten arbeiten kann. Denn ich finde, man sieht so richtig schön, dass das so rund sein soll. Ne? Es soll so rund dargestellt werden und ich finde, das klappt ganz super. Gerade beim Zuckerstangenlettering. Ich danke euch, dass ihr hier dabei wart, dass ihr euch mein Video angeschaut habt, dass ich vielleicht euch ein wenig Inspiration geben konnte und gerade jetzt noch in der Vorweihnachtszeit oder zu Weihnachten euch noch eine kleine Aufgabe oder ein bisschen die Langeweile austreiben kann. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Und wenn du mich gerne noch unterstützen möchtest, dann lass mir gerne einen Daumen hier für ein Abo oder halt auch einen Daumen hoch für das Video. Und wenn du das in den sozialen Medien teilst, verwende gerne den Hashtag Sonntags mit Lillis. Bei Instagram findet ihr mich auch unter lillis.berlin. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und unter dem Hashtag werden auch schon einige Beiträge zu finden sein aus den Vormonaten. Und dann wünsche ich dir eine ganz, ganz besinnliche Zeit, ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Und wir werden uns trotz Weihnachten nächsten Sonntag wiedersehen. Tschüss!